Da sind wir wieder bei Let's Play L.A. Noire und wir spielen heute mal mit dem Chef des Hollywood-Dezernats. Nein, natürlich nicht. Sondern wir nehmen einfach Phelps, der direkt dahinter steht. Und wir sollen irgendjemandem bei der Flucht aus L.A. helfen, der keine Kohle mehr hat und der einen Drogenring auffliegen lassen will. Da bin ich ja mal sehr gespannt, was dabei rauskommen soll. Wir haben ja beim letzten Mal schon eine Drogenvertriebsquelle auffliegen lassen und ich kenne mich hier noch gar nicht aus, muss ich sagen. Das ist ja alles ein bisschen neu hier, das Hollywood-Dezernat. Ich nehme an, hier kommen wir nicht raus. Dezernat, das Hollywood-Revier. Nee, hätte mich auch gewundert. Aber schön, dass die hier sogar Palmen haben auf dem Revier. Gut, dann schauen wir mal. No, you just look like you're made of money. Oh, very good. The kid's on form. I'd say on a scale of dull to scintillating, you're a solid tedious today, which you can be pleased with. Do you ever listen to yourself? I don't have the same voices in my head as you do, Cole. Du bist ja so ein lustiger Kerl, Mensch. Gehen wir mal da lang. Da, wo die Tür offen ist. Das könnte doch helfen. Gut, habe ich den Ausgang noch gefunden. Das ist ja wunderschön. Und dann schauen wir mal, was ist das denn hier für ein Auto? Das sieht absolut shitty und langsam aus, aber wir probieren es trotzdem mal aus. Mal sehen, was dabei rumkommt. Ist das ein Polizeiwagen? Keine Ahnung. Get this. Middle of the afternoon, this crazy woman decides to set fire to the hotel she lives in. The fire brigade come and put it out. A couple hours later, she does it again. Phones up Central and says, I've set fire to my hotel twice today. You'd better come and get me. Did they send you? Look where you're going! Ja, die Karre ist zu breit, tut mir leid. Red weiter! No, that's the best part. The desk sergeant, he gets his share of crank calls, says, all right, Lady Nero, why don't you come on down here? An hour later, she shows, hair still smoking. Was auch immer, war nicht so lustig, die Geschichte. Mike Lymans Bar, 10.32 Uhr, er hat einfach zu lang gelabert, tut mir leid. Der Weg war zu kurz. War auch nicht so spannend. So, dann schauen wir uns mal um, wer ist denn unser Freund, der aus der Stadt will? That's him in the back, Cole. Warum dachte ich mir nur, dass es der da hinten ist? Na gut. Freddy, you're looking good. You're gonna help me, right? That's what I'm here for. You got the money? The 20? Sure, right here. 20? I said... You want the money or the alternative? Tell us about the reefer, Freddy. Who's he? Another good Samaritan. Answer the question. West comes from Tijuana. They bring in 50 pounds a week. 50 pounds? Are you hallucinating, Freddy? Get stashed at a house at 1452 North Las Palmas. Names, Freddy. The guy at the house is a spick that goes by the name Juan Garcia Cruz. Well, be careful. He likes guns. How do I get my money? Do me a favor, Freddy. Spend the money on a bus ticket. You can't last forever on a snitch jacket. Let's go visit this Cruz character. Ich glaube, wir waren ein bisschen auf Entzug, ne? Crazy. Ich glaube nicht, dass er sich davon wirklich eine Busfahrkarte kauft, so wie der aussah. Na gut, da bin ich mal gespannt. Es stört mich nicht sonderlich, dass der Typ, den wir jetzt jagen werden, was für Waffen übrig hat. Denn ich habe auch was für Waffen übrig. Und ich kann damit umgehen. So, geben Sie mal her hier. Out of the car, police! Das waren noch Zeiten, als man einfach nur Police sagen musste und in die Karre gekommen ist. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Gemeldete Adresse von Drogenverdächtigem Juan Garcia Cruz. Los geht's. Ich schaue... Na gut, ich schaue noch nicht auf die Karte. Sure. A hophead like Freddy would raffle his sister for his next score. Ach, das war's schon zwischen euch. Na gut, dann schaue ich doch auf die Karte. Und zwar können wir mal schauen, da unten ist das Hollywood-Revier, von dem aus wir starten. Ach, hier drüben müssen wir hin. Naja gut, da liegt nichts so richtig auf dem Weg jetzt gerade. Schade, ich hatte gehofft, dass vielleicht irgendein verstecktes Fahrzeug mit auf dem Weg liegt. Hier drüben ist ja gleich eins, aber nö, dann fahren wir halt direkt hin. Was soll's? Weg da! Ich ramme andere Autos, wie du siehst. Na gut, ich bin mal echt gespannt, wie sich das Ganze hier entwickeln wird. Ich werde mit Roy wahrscheinlich niemals warm werden. Aber was willst du machen?
Ich hoffe mal, wir können hier einiges an Drogenleuten hops nehmen und ich hoffe mal vor allem, dass Roy mir nicht großartig auf den Sack gehen wird. Der hat ja in unserem ersten Fall schon wunderbar gezeigt, was für tolle Ansichten er hat, wenn es um Drogen geht. Bei ihm klang das ja, als ob die Leute ein Grundrecht auf Drogen hätten, so ungefähr. Naja, gut. Rum hier ums Eck. Und dann schauen wir uns den Juan García Cruz mal an. Juan García Cruz Wohnsitz 10.43 Uhr. Und ich glaube, es wird direkt geballert. Natürlich. Er schießt Roy, er schießt Roy. Ach, schade. Hätte er klappen können. So, ich spiele dann mal ein bisschen mit unserem Freund. Oh, gleich mehrere hier. Ach, okay, interessant. Ich glaube, wir sollen ihn nicht angreifen. Ist gut zu wissen. Also so schnell bin ich sonst ja nie gestorben von ein, zwei Kugeln. Wenn wir das jetzt wissen, dann werde ich mal versuchen, mich drumherum zu schleichen. Vielleicht klappt das ja besser. Wäre auch ein bisschen seltsam gewesen, wenn wir unseren Verdächtigen jetzt sofort erschossen hätten, denn dann, naja, wäre die Spur ja im Prinzip direkt kalt, ne? Gut, beeilt euch mal ein bisschen, los, ich will wieder. So, Juan García Cruz überwältigen, genau. Ja, das war bestimmt, wie du es machen solltest. Ja, hat auch funktioniert. Na gut. Habe ich schon hier drüben aus bessere Chancen, einen zu treffen? Ach, dafür kriegt er sich. Ich werde tatsächlich sofort getötet. Das ist interessant. Na gut. Warum versuche ich es eigentlich nochmal? Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Ich kann es auch nicht abbrechen, ne? Schon ein bisschen nervig. Man hätte die Sequenz ein bisschen kürzer halten können. Na gut, diesmal lerne ich draus und lass es wirklich und versuche gar nicht erst zu schießen. Es ist ja augenscheinlich ziemlich sinnlos. Spielmechanik for the win. Ich liebe solche Sachen, ja. So, neuer Versuch. Linke Control-Taste. Also, linke Steuerung. Die habe ich doch vorhin benutzt. Ach, diesmal macht das auch. Das ist aber schön. Na gut. Dann verharren wir mal kurz. Ja, natürlich nicht was kassiert, wie es scheint. So, und los geht's! In die nächste Deckung. Okay, ich glaube, jetzt ist es ja erstmal ganz gechillt hier. So, jetzt müssen wir bloß mal schauen. Das war eine Drohung. Gut, ich glaube, jetzt sollte es erstmal ein bisschen ruhiger sein, denn die sind ja noch von an der Vorderseite des Hauses. Trotzdem, immer Obacht bewahren. So, ist hier schon irgendwas? Nee, ne? Take cover, you lunatic. Whoa. Du kleiner Hodenkrebs, du. So. Kill a cop. And it's the electric chair. Wo ist denn der andere? Alter, was? Der stand da drüben um die Ecke. Das macht total Sinn. Okay. Aktionssequenz überspringen? Nee. Wir machen das schon. Das ist schon in Ordnung. Ist ja nicht so, als ob das jetzt unglaublich schwer wäre. Es nervt bloß, dass ihr jedes Mal diese ganze Szene nochmal zeigen müsst. Es ist ja an sich nicht schwer. Ihr müsst mir halt bloß verraten, wo die Leute sind. Nee, das Problem war gerade, ich finde, dieses von einer Deckung zur anderen hoppen, das ist unglaublich, weiß ich nicht, naja, inagil gelöst. Wie nennt man das denn am besten? Ist halt sehr statisch. Also, er ist nicht gerade der agilste Kerl, habe ich das Gefühl. Ach komm. Ja, geh einfach rüber, genau. Toll, du bist so ein Held. Naja, was ist das? Ist mir egal. Dann warten wir kurz.
So, und dann laufen wir einfach mal los. Kürzen wir das Ganze mal ab. Ich meine, den einen haben wir ja schon direkt getötet. Ich wäre halt gern sofort links in die Deckung gegangen, aber das ist irgendwie ein bisschen haarig mit der Steuerung, habe ich das Gefühl. So, da gehe ich erstmal wieder ein Stück zurück, um mein Leben aufzufüllen hier. Ah, der kommt dann rum, alles klar. Aha. So, dann machen wir es doch mal so. Wie wär's denn damit? Ich treffe ihn zwar von hier aus, glaube ich, nicht, aber... Oh doch, mache ich. Oh ja, ich liebe das bei Third-Person-Shootern, wenn man dann diese blöde... Ja, das ist geil, wenn die Perspektive so beschissen ist. Na, dann machen wir es eben so. Komm, ich brauche keine Deckung. Komm raus, du Feigling. Ach, ich dachte gerade, wer ist denn hier noch? Aber das ist Roy. Okay. So, haben wir es dann noch hingekriegt. Das ist ja wunderschön. Am Ende sind doch alle tot. Na gut. Fall vorbei, erledigt. Wunderbar. Warum so traurige Musik? Gewaltsam durch die Hintertür. What happened? Dope peddler Juan Cruz. He opened fire and the rest of the story tells itself. So, schauen wir uns den Freund mal an. So gesund sieht er ja nicht mehr aus. Können wir mal unsere eigenen eigens erlegte Beute quasi betrachten. Das ist ja auch mal interessant. So, irgendwelche Ringe am Finger. So, ich glaube, an den Armen ist ja nichts, ne? Keine Tattoos oder so. Das könnte ja vielleicht noch sein, dass das irgendwie von Interesse wäre. Wer weiß warum. Aber ich glaube, die Hände sind diesmal wirklich egal. Ja, sieht nicht so aus. Gut, dann untersuch mal die Jackentasche bitte noch. Was ist das denn? Silberdollar des Schützen. They took these things out of circulation. Aha. Na gut. Können wir den drehen? Nee. Steck ein, genau. Und die Brieftasche. Haben wir auch den richtigen erwischt. Das ist schön. Das ist wunderschön. Also für ihn vielleicht nicht so, aber naja. Juan Garcia Cruz. This is his address, but this place looks like a front. Na gut, dann müssen wir wohl mal die richtige Adresse noch rausfinden. Vielleicht finden wir im Rest der Wohnung noch irgendwas, irgendeinen Hinweis. An der Knarre sind irgendwelche Einkerbungen da im Schaft, oder? Sieht das bloß so aus? Cole, kannst du mal vielleicht die Knarre ein bisschen drehen? Oh, ich hasse dieses Gedrehe, das ist so schrecklich. Das ist bald noch schrecklicher, als die Gespräche es manchmal sind. Nee, ich glaube, bei der Knarre ist nichts. Oder zumindest will er es gerade nicht erkennen, ich weiß es nicht. Ich kann ihn nicht vernünftig drehen. Ist mir egal jetzt, wenn da irgendwas dran ist. So. Die Bierflasche ist bestimmt wichtig. Doesn't tell me anything. Mensch, verrückt. Okay, ich dachte erst, hier liegt ein Zettel drauf, aber doch, hier liegt auch ein Zettel drauf. Another day. Is this a drug or a village in Borneo? Doesn't appear to be in Spanish. Masankay, okay, das klingt seltsam. Gib's mal bei Google ein. So, was haben wir denn hier drüben noch? Noch eine Knarre. Ich würde mir ja gerne eine einsacken, falls wir nochmal so ein nettes Gefecht haben. Wo hat's denn jetzt den anderen erwischt? Hier drüben gleich? Nö, hä? Den anderen gibt's schon nicht mehr, der ist schon abtransportiert. Na dann. Don't think this is anything. Ja, es ist eine Knarre. Was haben wir denn hier Lustiges? Not sure this means much. Ja, ich kann es nicht erkennen. Na gut, aber wenn du sagst, dass es nichts ist, dann glaube ich dir mal, Cole. Ganz viele Tomatensuppenkisten. Okay, ich glaube, wir sollten mal bei der Suppenfabrik vorbeischauen. Doesn't anyone eat regular meals anymore? Junkies feeding on popcorn and grasshoppers living on soup.
Gut. Ich glaube, mehr war da jetzt nicht, oder? Sollte ich jetzt noch irgendwas erkennen? Ja, ich weiß. Lass mich nochmal hier kurz, weil ich mich doch umschauen konnte. Nee, ich glaube, da ist nichts weiter. Hm. Wer weiß. So, ansonsten ist hier, glaube ich, nichts. Da kommen wir nicht rein. Aber hier hinten noch. Sieht gemütlich aus hier. Und noch mehr Suppenkisten. Na gut. Ganz viel Suppe, wunderschön. Und eine weitere Zeitung. Okay. Höchste Qualitätsstandards, jeden Tag eine Menge sparen. Sonderangebot der Woche, Panels, Minestrone, Dosen Suppe. Okay, wunderschön. Ist das jetzt? The guys keeping one so well stocked with soup. Aha. Na dann, wenn ihr meint. Ich dachte ehrlich gesagt eigentlich, dass die Zeitung jetzt wieder zu so einem kleinen, zu so einer kleinen Zwischensequenz führt. Aber dann halt doch nicht. Ist ein seltsamer Beweis diesmal, muss ich sagen. Ja, noch mehr Tomatensuppe, wunderschön. Ich hab's dann begriffen. Ich weiß dann, dass wir Tomatensuppe-Kisten in Massen hier haben. So, haben wir hier drüben noch was in der Ecke? Nee, okay, hätte sein können, da liegt so viel auf einem Haufen. So, hier gibt's bloß zu futtern und zu saufen. So, vielleicht nochmal kurz in der Küche geschaut, ansonsten sind wir ja soweit durch. Incidental. Oh. Was für ein artiger Mitbürger, der sogar versucht, die englische Sprache zu lernen. Was ist das denn? Ach, da lag ein Buch, hab ich gar nicht gesehen. Und jetzt? Tippen wir alles mal an. Ich weiß nicht, was er von mir will, um ehrlich zu sein. Kann ich irgendwie umblättern? Nicht so wirklich, oder? Wofür ist das Buch jetzt? Kann ich mir irgendwas... Gibt es hier irgendwo eine Zeichnung, die ich damit wiedererkennen soll? Ich weiß es nicht. Doesn't look like anything. Das ist Muni. Okay, hier sieht's aus. Es ist auf jeden Fall noch was wir hier finden müssen. Ich weiß nicht, ob wir hier draußen auch mitschauen sollen. Ich glaube schon, ne? Du kannst die Tür auch wie ein normaler Mensch aufmachen, Cole. Du musst sie nicht eintreten. Eine schon offene Bohnendose, meine Güte, Maisdose eigentlich. Eine Bosendone, natürlich. It doesn't appear to be connected. Schauen wir doch mal rein. Schrauben? Okay, naja, warum nicht? Jeden das seine, ne? So, okay. Wer weiß. Oh, können wir jetzt hier jede Dose anschauen? Am Ende ist dann bei irgendeiner Dose mal was mit unten dran oder drin. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich können wir sie deswegen alle auch machen. Huh. Phelps, you jump like a girl. Pfosten. So, schauen wir weiter. Oh. Oh! Now we're getting somewhere. Interesting. So, ich schaue mir trotzdem nochmal kurz die Dosen an. Ich nehme an, die sind dann scheißegal, aber wir können ja trotzdem nochmal der Vollständigkeit halber reinschauen. Nicht, dass vielleicht noch eine ist, in der irgendwas versteckt ist. Ich finde es so seltsam, dass wir die alle aufmachen können. Ich meine, es ist ja eine Sache, die in die Hand zu nehmen, aber dass man die alle auch noch aufmachen kann. Nö, auch nichts. Na gut. Dann lassen wir sie mal stehen. Ist hier drüben noch was? Nein. Okay. Schauen wir uns doch mal hier drinnen um. More soup? Who in the hell keeps a secret stash of soup? Parnells Suppenfabrik, die Lieferliste. With Juan dead, we need a new suspect, Cole. Is there a pattern to the deliveries? Wie wär's mit Tijuana? This guy EJ seems to be bringing in most of the serious weight.
dates and times seem pretty regular. We should notify the border crossing. Those fuckers are probably in on it. Let's wait and see how this plays out. Okay, mehr gibt's ja auch nicht zu tun offenbar. Macht er von sich aus schon wieder zu. Ich wollte nicht nochmal reinschauen. Nee, nee, ist schon okay. Ich wollte mich bloß noch ein bisschen umsehen hier. Aha. Ist das ein Dosenöffner? Okay, das ist eine. Das ist eine Tomatensuppendose. Ich wollte mal reinschauen, was drin ist. Überraschung Gras. Wer hätte das nur gedacht? I'd say that's pretty good value for 12 cents. Factory sealed. Someone at the cannery has a lot of explaining to do. Na sowas. Okay. Dann hat sich das Dosenöffnen halt auch mal gelohnt. Schauen wir mal hier noch rein. Das ist keine Tomatendose, deswegen denke ich mal, hier wird was Normales. Nein, ist auch nichts Normales drin, okay. Na gut. Also alle Dosen. Ich dachte jetzt vielleicht nur die Tomatensuppendosen, aber das ist dann wahrscheinlich für alle gültig. Okay. Und damit hätten wir es auch geschafft. Ich schaue noch mal kurz bei Carruthers vorbei. Vielleicht hat er mir noch irgendwas zu erzählen. Todesursache oder so. Weiß ich ja zum Glück nicht, ne? I need to get back to it, Phelps. Na gut. Dann schauen wir mal bei der Dosenfabrik vorbei. Was nehmen wir denn mal für ein Auto jetzt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, in Hollywood kann man sich einfach auf die Straße stellen und den Erstbesten nehmen, oder? Du hier vielleicht? Nee, der ist hässlich. Nehmen wir doch einfach mal den hier. Warten Sie! Gefahr im Verzug! Kommt raus! I'm sorry, sir. Police officer, I need your car. Mir fällt gerade ein, ich wollte eigentlich mal an eine Telefonzelle gehen. Brother says the morphine is still turning up. Makes sense. We have no idea how much of the stuff Lenny shifted. There's been no comeback from Cohen as yet. So, ich würde sagen. Confidential magazine is right. And Bugsy is on the slide. You read that stuff? I wouldn't say it to his face if I was you. That is one hot-tempered son of a bitch. Ich würde sagen, wir fahren erstmal bei den Suppenmachern vorbei und ich muss sagen, die Karre gefällt mir ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch irgendwas am Telefon klären müssen. Vorhin dachte ich ja eigentlich noch, dass wir die Adresse von der Suppenfabrik brauchen, aber offenbar haben wir die ja jetzt schon irgendwoher. Na gut, machen wir mal direkt dorthin. Keine Ahnung, wie weit es ist, aber wir scheinen ja wirklich bloß die Straße geradeaus lang machen zu müssen. Ist ja alles nicht so schwer zu finden hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Wege kürzer geworden sind, seit wir in Hollywood sind. Kann das sein? Oder bilde ich mir das nur ein?